Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich war in den vergangenen Wochen wirklich mehr als fleißig und habe hier eine prall gefüllte XXL Aufgebrauchtüte für euch. Also ich habe ja in den letzten Wochen wirklich krachen lassen, was mein Aufbrauchtempo angeht. Es ist sehr viel leer geworden. Ich habe versucht, regelmäßiger Gesichtsmasken anzuwenden, damit ich die auch mal ein bisschen leeren kann. Und ich war wirklich bemüht, sehr viele Produkte zu leeren. Denn es ist ja leider so, es kommt ja auch immer wieder was drauf. Also es ist ja nicht so, dass die Sammlung kleiner wird. Nein, so ziemlich parallel kommt auch noch genauso viel wieder drauf. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich weiß, wie viele Produkte hier in diesem Täschchen lauern und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Video an und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes dachte ich, dass ich die Produkte vielleicht so ein bisschen vorsortiere, aber ich glaube, ich finde es für mich und für euch ein bisschen spannender, wenn ich die Sachen einfach so hintereinander aus der Tüte ziehe. Beginnen möchte ich ja mit einem Dauerbrenner bei meinen Aufgebraucht-Videos, nämlich mit dem Black Night Deo von Axe. Ich hatte euch ja schon gesagt, ich befürchte, dass das Produkt aus dem Sortiment genommen worden ist. Mein Rossmann hat es tatsächlich nicht mehr, aber ich war neulich bei DM und da habe ich das Deo wiedergefunden, allerdings in einer leicht abgewandelten Verpackung. Also ich weiß nicht, ob es das mittlerweile nur noch in bestimmten Drogerien gibt, aber ich weiß, dass es das potenziell nochmal geben könnte. Das beruhigt mich sehr, denn mein Hamstervorrat neigt sich so langsam aber sicher zur Neige und es ist einfach mein liebstes Deo aller Zeiten. Das nächste Produkt sieht ein kleines bisschen eklig aus, aber das ist auch okay, denn ich habe einen Beauty Blender aufgebraucht und in dem Fall war das so ein marmoriertes, rosanes Design. Ich liebe den originalen Beauty Blender, aber ich werde mir nie wieder so ein, ja, marmoriertes Teil holen, denn der brach richtig schnell auseinander. Ich weiß nicht, ob ihr das hier so gut sehen könnt, aber der brach genau in dem Muster dieser Swirls. Also ich weiß nicht, ob da das Gewebe besonders brüchig war, aber der brach genau entlang der Maserung. Und das auch wirklich super, super schnell. Von daher, den originalen einfarbigen Beauty Blender werde ich mir definitiv nachkaufen, beziehungsweise habe gerade auch einen in Verwendung. Aber die marmorierten finde ich wirklich furchtbar. Kommen wir zu einer Gesichtsmaske, die mir leider auch gar nicht gefallen hat. Und zwar ist das von Beauty Pro aus der Plant-Based Range, die Rose Infused Sheet Mask. Die habe ich erst vor einigen Tagen aufgebraucht und ja, die hat mir leider absolut gar nicht gefallen, denn die roch wirklich sehr intensiv nach alter, pudriger Oma-Rose. Also es war nicht so ein frischer, jugendlicher Duft, sondern leider eben diese schwere, blumig-pudrige Variante, die ich persönlich nicht so mag. Das Vlies, muss ich aber sagen, saß sehr, sehr gut auf meiner Haut und meine Haut hat sich danach gut angefühlt. Also so an sich war es schon irgendwie eine gute Maske, aber aufgrund des wirklich extremen Duftes würde ich sie mir wahrscheinlich nicht mehr nachkaufen. Kommen wir zu einer weiteren Maske, die ich ebenfalls nicht mehr nachkaufen werde. Und zwar war das die Maske, die in meiner DM Glow Bag enthalten gewesen ist, nämlich von The Beauty Mask Company, die Crazy Cactus Bubble Mask in der Duftrichtung Kaktus und Wasserlilie. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass mir die richtig, richtig gut gefallen sollte, denn solche Bubble-Masken, also diese aufschäumenden Masken, mag ich normalerweise sehr gerne. Das war hier leider nicht der Fall. Also zum einen fand ich den Duft sehr stark. Also die Maske war extrem doll parfümiert und der Geruch war mir dann einfach irgendwann auch wirklich zu viel, obwohl ich parfümierte Gesichtsprodukte eigentlich gerne mag. Also das mag dann schon was heißen. Und als diese Bubbles angefangen haben, sich zu formen, hatte ich konsequent das Gefühl, als würde mir das komplette Vlies vom Gesicht rutschen. Und das war am Ende ja so unangenehm, dass ich mich hingelegt habe. Da im Sitzen, ja, da hatte ich eigentlich konsequent das Gefühl, als würde meine Maske irgendwie schon runtergleiten. Ja, fand ich also nur semi-gut. Was heißt semi-gut? Ich fand sie eigentlich überhaupt nicht gut. Also die wird definitiv nicht nochmal gekauft. Ich habe eine Parfümprobe geleert und zwar von Jill Sander das Sun Parfüm. Und das hat mir auch wirklich gut gefallen. Ihr wisst, ich habe ein Faible für sommerliche Sonnenmilchdüfte und dieser Duft roch in der Tat wie eine sehr
pudrig, vintagey Sonnenmilch. Also das war ein ganz toller Geruch. Ich glaube nicht, dass es reicht, dass ich ihn mir nachkaufe, weil da fand ich den Nivea Sonnenmilchduft zum Beispiel noch ein bisschen besser. Aber es war definitiv ein toller Duft und ich würde mich sehr freuen, wenn ich den in Zukunft nochmal, ja, als Probe bekommen könnte. Ein weiterer Dauerbrenner meiner Aufgebraucht-Videos, auf die ich jetzt auch nicht mehr großartig eingehen möchte, sind von Isana die Maxi Wattepads. Wattepads kaufe ich ausschließlich in der Maxi-Größe, da ich die so, ja, ein bisschen besser wiederverwenden, beziehungsweise nicht wiederverwenden, aber ich benutze sie immer sowohl von der Vorderseite als auch von der Rückseite her und das kann ich mit diesen kleinen runden Pads irgendwie, das klappt nicht ganz so gut. Von daher, wenn Wattepads, immer nur Maxi-Wattepads. Da das nächste Video Teil meiner Juni-Favoriten gewesen ist, muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel darüber erzählen. Und zwar wäre das von The Ritual of Karma, also von Rituals, The Ritual of Karma, die Holy Lotus and Organic White Tea Body Lotion. Und die gefällt mir richtig, richtig gut. Ich meine, die ist nicht umsonst in meinen Favoriten gelandet. Leider Gottes, dieses Exemplar ist leer, aber ich habe noch eine in petto, die ich auch gerade verwende. Das ist ein ganz, 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 ganz toller Duft und ich glaube, Karma gehört auch glücklicherweise zum Standardsortiment, denn ich kann euch Brief und Siegel geben, wenn diese Bodylotion leer ist, beziehungsweise die andere, die ich in Verwendung habe, plus die anderen, die danach noch in Verwendung kommen werden, dann werde ich mir irgendwann diese Bodylotion nachkaufen. Eines meiner absoluten Holy Grail Produkte hat sich ebenfalls verabschiedet. Und zwar wäre das von Bioderma das Sensibio H2O mit Zellenwasser. Das kaufe ich ungelogen seit bestimmt 10 Jahren regelmäßig nach. Und werde es auch in Zukunft weiterkaufen, denn das ist meiner Meinung nach das beste Micellenwasser, ja, welches auf dem Markt zu finden ist. Aktuell habe ich noch 2 Micellenwasser ja, durch Abo-Boxen im Lager in Verwendung. Das heißt, die werde ich erstmal aufbrauchen, aber dann werde ich definitiv wieder zu diesem hier umschwenken. Denn ganz ehrlich, keines dieser Wässerchen kann diesem hier das Wasser reichen. Kommen wir zu einer Handseife von Bath & Body Works, die ihr wahrscheinlich auch schon kennen dürftet, denn dieser Duft gehört zu meinen absoluten Lieblingsdüften von Bath & Body Works. Und zwar wäre das der Lakeside Afternoon Duft. Und in diesem Falle hatte ich irgendwie die Peeling-Edition erwischt und hier waren noch so kleine, schnell platzende Kügelchen mit drin. Ich muss sagen, das hat mir nicht ganz so gut gefallen, denn das hier war nichts, was aufgeschäumt hat. Also das war keine von diesen foamigen, von diesen Schaumseifen, sondern eben ganz normales Gel mit so kleinen Kügelchen drin. Hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Ja, über den Duft müssen wir nicht reden, der gefällt mir wahnsinnig gut, aber die Bath & Body Works Seifen würde ich definitiv auch nur als Schaumseifen kaufen und nicht als diese geligen, denn ja Gott, die haben mir einfach nicht ganz so gut gefallen. Ich habe einen Duschschaum von Rituals geleert und zwar war das das Ritual of Sakura, also der Kirschblütenduschschaum. Und Sakura, finde ich, ist eine super, super angenehme Reihe, also gerade für den Frühling und auch für den Sommer dusche ich damit wirklich relativ gerne, da es eben so ein ganz leichter floraler Duft ist, der auch nicht so aufdringlich ist. Und die Rituals Duschschäume gehören sowieso zu meinen liebsten Duschprodukten. Von daher, nachkaufen werde ich es wahrscheinlich nicht, denn das kriege ich doch zu oft geschenkt, als dass ich es mir nachkaufen müsste. Aber alles in allem ein tolles Produkt mit einem tollen Duft. Es ist mal wieder ein Toner bei mir leer gegangen und zwar wäre das von Pixi das Glow Tonic. Mir hat der Toner an sich gut gefallen, also er hat meine Haut erfrischt, er hat sie geklärt, er hat sie gut auf das Serum, was ich im Anschluss aufgetragen habe, vorbereitet. Also so an sich als Toner hat er mir wirklich gut gefallen. Ja, ein Glow hatte ich jetzt nicht wirklich auf der Haut, muss ich sagen, aber so an sich war das schon ein sehr guter Toner. Ich wollte mir eigentlich den Toner von Douglas nachkaufen, aber den, ja, scheint es nicht mehr im Sortiment zu geben. Von daher habe ich mich jetzt für eine andere Variante entschieden. Ich weiß gar nicht, irgendwas mit Kollagen, ich bin mir nicht mehr sicher, aber der Toner an sich hat mir so gut gefallen, dass ich mir auf jeden Fall einen anderen aus der Reihe nachgekauft habe. Machen wir mit einem Produkt weiter, welches ich in meinem Gemma Styles Doing Good Kit hatte. Und zwar wäre das von Ethic oder von Ethique, das Rustic
Deo, also dieser feste kleine, ja, Deo-Stein, dieses feste kleine Deo-Stück, das hat bei mir leider auf ganzer Linie versagt. Also das war grauenvoll. Der Duft, der war richtig, richtig gut. Das war Eukalyptus und Limette. Den Duft, den fand ich mega gut. Also würde es ein Axe-Deo in genau dieser Duftrichtung geben, würde ich mir davon auch literweise nach Hause karren. Also der Duft war super, aber die Anwendung war richtig schlecht. Also obwohl ich das Produkt so ein bisschen in meiner Hand habe, ja, schmelzen lassen, hat es sich überhaupt nicht unter meinen Achseln verreiben lassen. Also so wirklich gar nicht. Das Ding war so trocken. Ich habe da über meine Achsel drumherum geschubbert und es ist nichts haften geblieben. Also es war ein super anwenderunfreundliches Produkt. Ich habe auch gegoogelt, wie man es noch besser anwenden kann. Man sollte es aber, glaube ich, nicht nass machen, soweit ich mich erinnern kann. Es flutschte einfach nicht richtig und ich fand es grauenvoll. Des Weiteren haben leider zwei weitere Produkte aus dem Doing Good Kit bei mir absolut versagt. Und zwar wären das die Brilliant Gloss Produkte in Form von Shampoo und Conditioner von Frederic Fekkai. Ja, die fand ich vom Duft her auch wieder sehr angenehm, aber meine Haare mochten diese Produkte leider gar nicht. Also sie haben sich unglaublich strohig danach angefühlt. Trotz der Kur mit dem Conditioner. Also meine Haare waren leider überhaupt kein Fan von diesen beiden Produkten. Die waren mega strohig, super trocken, hatten Frizz drin. Also nee, die werde ich mir bei Gott absolut niemals nachkaufen. Das nächste Produkt hat meine Haare glücklicherweise wieder gerettet und es gehört auch zu den absoluten Dauerbrennern bei den Aufgebraucht-Videos. Und zwar von Isana Professional die traumhaft lang Spülung. Die Produkte liebe ich wirklich abgöttisch. Also das Shampoo und die Spülung kaufe ich mir wirklich seit Jahren nach. Meine Haare finden sie super, sie riechen gut, sie sorgen dafür, dass meine Haare gesund aussehen. Und ja, ich finde die einfach toll und werde sie mir auch in Zukunft definitiv nachkaufen. Kommen wir zu einem weiteren Duschprodukt und dieses Produkt ist der Grund, warum ich so lange kein Duschgel leer gemacht habe. Denn dieses Duschgel, was ich euch gleich zeige, ist das ergiebigste Duschgel, welches ich je in meinem Leben verwendet habe. Und zwar wäre das von Dove die Limited Edition Erholsames Winterritual, die Pflegedusche mit Sandelholz und Wintergewürzen. Ja, die habe ich nicht nur im Winter verwendet, sondern auch im Frühjahr und sogar bei den ganz heißen Tagen. Also diese Dusche, beziehungsweise dieses Duschgel, war sowas von ergiebig. Das ist der absolute Wahnsinn. Also da hat wirklich nur eine ganz kleine Menge gereicht. Riechen tut es übrigens fabelhaft. Also das ist so ein angenehmer, winterlicher, warmer Duft. Ganz, ganz toll, aber ihr braucht halt wirklich nicht viel. Ich verwende unter der Dusche diese Luferschwämme und da reicht wirklich gefühlt eine erbsengroße Menge und das Produkt schäumt auf wie ein Weltmeister. Ihr riecht gut und das war wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Pflegedusche, die ich mir im Winter auch definitiv nachkaufen werde. Bei Rossmann gab es irgendwann mal eine Aktion, was die Garnier-Tuchmasken angeht. Da konnte man ein paar kaufen, kriegt dann die letzte gratis oder irgendwie sowas gab es da mal. Und da ich die Tuchmasken von Garnier ziemlich gerne mag, habe ich mich auch gleich mit denen eingedeckt. Und zwar hätten wir hier einmal die Garnier Skin Active Hydra Bomb Maske. Einmal in intensiv feuchtigkeitsspendend und glow boostend mit Hyaluronsäure und Sakura. Und einmal in intensiv feuchtigkeitsspendend und ausgleichend mit grünem Tee und Hyaluronsäure. Ja, die beiden Masken habe ich ausprobiert. Normalerweise kaufe ich mir immer die blaue Maske, die, glaube ich, feuchtigkeitsspendend sein soll. Also noch mehr Feuchtigkeit spenden soll. Ich fand die hier auch nicht schlecht. Muss aber wirklich sagen, dass mir die blaue Maske aus der Reihe bisher tatsächlich am besten gefällt. Aber ja, die hier waren nicht schlecht, würde sie mir aber wahrscheinlich dann doch nicht mehr nachkaufen, da mich die blaue Maske einfach, ja,
umso mehr überzeugt hat. Das nächste Produkt ging auch erst vor einigen Tagen leer und das konnte mich leider auch nicht so hundertprozentig überzeugen. Und zwar wären das von Balea die Hydrogel Augenpads mit Kaktuswasser. Die ganze LE fand ich total schön und ich habe mich auch mit diversen Produkten daraus eingedeckt. Aber diese Augenpads, die waren leider so extrem feucht, dass sie mir wirklich von der unteren Augenpartie weggerutscht sind. Also ich habe mir die ganz normal aufgeklebt, bin ganz normal durch die Wohnung gelaufen, wie ich es auch mit anderen Produkten immer mache. Und diese Pads waren leider so gut durchfeuchtet, dass sie mir wirklich, ja, von den Augen gerutscht sind. Ich habe das Ganze dann so ein bisschen gerettet, indem ich mir einfach noch eine Tuchmaske oben drauf gelegt habe. Dann hat die Tuchmaske das Ganze so ein bisschen fixiert. Ja, die waren jetzt nicht bahnbrechend, also ich habe danach eigentlich keinen wirklichen Effekt unter den Augen gemerkt. Und aufgrund der Tatsache, dass sie eben so flutschig sind, ja, würde ich sie mir wahrscheinlich nicht mehr nachkaufen. Meine liebste Mascara ist leer gegangen und zwar wäre das von Anastasia Beverly Hills die Lash Break Mascara. Und da ich noch so viele andere Mascaren in meinem Schminktisch hatte, war mir klar, okay, probierst du erstmal die aus und irgendwann kaufst du dir die danach. Pustekuchen. Also ich habe die Air Volume Mascara von L'Oreal Manhattan. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Ich glaube L'Oreal. Also ich habe auf jeden Fall die Air Volume Mascara ausprobiert. Grauenvoll. Hat nichts für meine Wimpern getan. Schrecklich. Ich habe die Estee Lauder Sumptuous irgendwas Mascara ausprobiert. Grauenvoll. Also ich habe mich durch meine halbe Mascara-Schublade gearbeitet und habe wirklich keine Mascara gefunden, die dieser hier auch nur ansatzweise gerecht wird. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe dann relativ schnell aufgegeben und habe sie mir dann ein bisschen vergünstigt in der Originalgröße sichern können. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde diese Mascara wirklich grandios. Sie macht richtig, richtig schöne Wimpern aus meinen kleinen Stummelbeinchen. Und ich bin sehr froh, dass ich sie damals, ich glaube, als Goodie irgendwo drin hatte. Denn die ist wirklich bombastisch. Kommen wir zu meinen letzten drei Produkten und ich muss auch sagen, die Tüte war doch nicht so voll, wie ich gedacht hätte, dass sie es ist. Ich habe hier nämlich noch Produkte drin, die ich einfach so wegschmeißen musste, weil irgendwelche Lippenstifte schon zu alt geworden sind und ich hatte diverse Produkte hier drin, die mich praktisch erinnern sollten, dass ich die nachkaufen sollte. Und ja, es ist vielleicht doch nicht ganz so viel, aber ich bin trotzdem noch stolz auf das, was ich bisher erreicht habe. Aber um wieder auf das Produkt zurückzukommen, hätte ich hier von Anastasia Beverly Hills den Brow Wiz in der Farbe Granite. Den habt ihr auch schon zuhauf gesehen. Ich habe hier oben von dem Spoolie leider die Kappe verloren. Da muss ich nochmal auf die Suche gehen, dass mir dieses Teil in meiner anderen Box gleich nicht alles vollschmieren wird. Aber ist mein liebstes Augenbrauenprodukt und das kaufe ich seit Jahren nach. Das werde ich auch in Zukunft nachkaufen und ja, mag das im Allgemeinen sehr gerne. Bei dem vorletzten Produkt handelt es sich ebenfalls wieder um eine Gesichtsmaske. Und zwar wäre das in dem Fall von Glam Glow die Berry Glow Probiotic Recovery Mask. Und die hat meine Haut absolut gar nichts gebracht. Also die hat wirklich 0,0 Effekt auf meine Haut erzielt. Die roch sehr, sehr angenehm. Also die roch wirklich nach so frisch zerstoßenen Beeren. Das war sehr angenehm. Dadurch, dass die eher so ein bisschen milchiger formuliert war, hat die meine Haut auch ganz nett gekühlt, als es so heiß war. Aber mehr hat sie halt auch nicht gemacht. Und ich denke mir, die Glam Glow Produkte, die sind so schweineteuer. Und da muss mich eine Maske wirklich direkt überzeugen. Ich habe hier natürlich auch mehr als eine Anwendung rausbekommen. Also ich, ja, urteile das Ganze jetzt nicht anhand einer Anwendung, sondern ich habe sie wirklich ein bisschen testen können. Hatte danach immer noch kein gravierendes Ergebnis, was ich irgendwie sehen konnte. Und gerade was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, ist das hier definitiv nicht gerechtfertigt. Und ich würde sie mir sowas von nicht nachkaufen. Das letzte Produkt dürftet ihr ebenfalls aus meinen Favoritenvideos kennen. Denn das hat mir wirklich, wirklich richtig gut gefallen. Und zwar wäre das von Elemis die Sea Lavender and Samphire Body Cream. Diese kleine, schweineteure Bodylotion hat mir leider Gottes richtig, richtig gut gefallen. Also die hat einen ganz angenehmen, frischen
ozonisch-aquatischen Duft und ist gut eingezogen, war im Sommer jetzt nicht zu schwer, sondern genau richtig. Und das war wirklich eine super, 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 super tolle Bodylotion. Leider von Elemis, dementsprechend leider auch wirklich super, super teuer. Aber ich glaube, hier würde ich, insofern mein riesengroßer Vorrat irgendwann mal erschöpft sein sollte, hier würde ich wirklich in den sauren Apfel beißen und sie mir nachkaufen, denn die hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. So ihr Lieben, das war es dann doch schon mit meinem Aufgebraucht-Video und ich hätte irgendwie schwören können, dass es mehr Produkte gewesen sind. Also ich glaube so die ganzen einzelnen... Wobei... Nein, Quatsch. Ein Produkt habe ich doch noch aufgebraucht. Einen kleinen Moment eben. Okay, dieses letzte Produkt wird den Kohl jetzt auch nicht mehr fett machen, aber es ist trotzdem ein Produkt, welches ich aufgebraucht habe und welches ich vergessen hatte, in meine Tüte zu schmeißen. Und zwar wäre das von Glam Fume ein Duft, nämlich White Heaven Beach. Das war auch wieder ein sehr, ja, strandähnlicher Duft, der so ein bisschen wohl, ja, so eine leichte Sonnenmilchkomponente drin gehabt haben soll. Aber ich fand den einfach nur sehr süß. Also das war ein sehr süßer Strandduft. Und ich mag es, wenn meine Stranddüfte eher so ein bisschen salziger, so ein bisschen herber, aquatischer sind. War kein schlechter Duft, um Gottes Willen. Ich habe den auch gerne getragen. Aber auf Dauer gesehen wäre der mir tatsächlich zu süß gewesen. So, jetzt habe ich meinen inneren Seelenfrieden wiedergefunden, nachdem ich euch dieses Produkt zeigen konnte. Aber ich hätte wirklich gedacht, es sind doch ein paar mehr Produkte gewesen. Also ich habe mich da, glaube ich, von diesem ganzen anderen Müll, den ich da noch drin hatte, in die Irre führen lassen. Aber ich möchte sagen, gerade was Gesichtsmasken angeht, war ich wirklich fleißig. Also doch, das möchte ich mir trotzdem geben und anerkennen. Aber ansonsten habe ich mich doch auch gut durch meine Sammlung durchgearbeitet. Aber ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, es kommt halt immer wieder was dazu. Und gerade auch durch die Abo-Boxen kriegt man dann doch das ein oder andere Produkt wieder obendrauf. Aber das soll es jetzt erstmal mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns auch in meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch einen guten, guten Start in die kommende Woche. Für mich wird es definitiv ein brillanter Start, denn ich habe ab jetzt 3 Wochen Urlaub und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also, liebe Freunde, ganz, ganz schöne Zeit, bleibt gesund und macht's gut. Ciao!